Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei uns im Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen. Schön, dass Sie bei dieser Sendung mit dabei sind. Wir möchten Sie heute mal über ein ganz besonders interessantes und vielleicht auch für Sie ganz neues Fachgebiet informieren. Ich stelle heute meinem Gesprächsgast mehrere Fragen, unter anderem die beiden wichtigsten heute. Was ist Rheuma-Orthopädie und was macht Rheuma-Orthopädie? Ganz herzlich willkommen an meiner Seite den Privatdozenten Dr. Oliver Niggemeier, Chefarzt der orthopädischen Klinik im Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Niggemeier, ich habe es eben schon angesprochen, die ersten Fragen, was ist das überhaupt, was kann das? Es geht heute bei uns um Rheuma-Orthopädie. Ist vielen bestimmt neu. Ja, also Rheuma-Orthopädie bezeichnet letzten Endes den Teil der Rheumatherapie, bei dem dann der Orthopäde zu Rate gezogen wird. Wir verstehen Rheuma als eine Erkrankung, bei der die Gelenke speziell primär betroffen sind. Eine entzündliche Gelenkerkrankung, die zunächst meistens mit undefinierbaren Schmerzen in den Händen und Füßen beginnt, sich dann im Laufe der Zeit häufig klarer manifestiert und dann irgendwann auch zu einer klaren Diagnose geführt werden kann. Im Regelfall ist diese Diagnose und auch die erste Therapie eine internistische Angelegenheit. Das heißt, die Kollegen der inneren Rheumatologie, der internistische Rheumatologe führt die Behandlung. Aber immer wieder werden diese Patienten auch von so starken Schmerzen beeinträchtigt oder die Gelenke im Verlauf der Erkrankung so stark zerstört, dass auch eine operative Therapie erforderlich ist. Das macht dann der Rheuma-Orthopäde. Mhm. Das heißt, wir sind Orthopäden im operativen Sinn und behandeln den Patienten operativ, wenn er rheumatische Probleme der Gelenke hat. Was für Operationen sind das dann? Wir führen Operationen durch, die einerseits das Ziel haben, den Schmerz zu lindern. Das kann man durch einen Gelenkerhalt durchführen oder durch einen Gelenkersatz. Je nach Ausprägung der Entzündung und der Veränderungen im Gelenk kommt zunächst ein gelenkerhaltendes Verfahren im Regelfall zum Einsatz. Wenn das irgendwann aufgrund fortgeschrittener Zerstörungen nicht mehr funktioniert, dann kann auch einmal der Gelenkersatz an den Patienten herangetragen werden. Über den Gelenkersatz werden wir im Laufe dieser Sendung noch sprechen. Mhm. Sie haben unter anderem auch mehrere Prothesen zum Zeigen mitgebracht. Sehr, sehr interessant. Da kommen wir aber später zu. Ich würde gerne zum Anfang noch mal ein paar allgemeine Hintergrundfragen stellen. Zum Ersten, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche rheumatische Erkrankungen. Es ist ein ganz komplexes medizinisches Feld, wie ich finde. Behandelt der Rheuma-Orthopäde dann eigentlich alle diese Erkrankungen? Weil es gibt ja auch noch den Rheumatologen. Wo sind da die Grenzen? Ich finde, man kommt da doch mal durcheinander ab und zu. Eine gute Frage. Die Grenze ist auch bei uns im deutschen Sprachraum sehr straff gezogen. Wenn Sie in den angloamerikanischen Sprachraum schauen, werden Sie sehen, das ist ganz anders. Da ist der Rheumatologe der Arzt, der sich mit Erkrankungen des Skelett- oder Bewegungsapparatesystems beschäftigt, also auch mit rheumatischen Erkrankungen. In Deutschland ist diese Trennung ein bisschen strenger, weil wir die Fachdisziplin Innere und Orthopädie ja im Regelfall nicht zusammen erleben. Und wir verstehen uns im Moment als sozusagen eine Säule in der Therapie der Rheuma-Patienten. Das Rheuma steht als Erkrankung im Mittelpunkt. Wir gruppieren drumherum alle Fachspezialitäten, die für die Behandlung, für die erfolgreiche Behandlung, muss man sagen, erforderlich sind. Also den Internisten, den Orthopäden, auch die Physiotherapie, Ergotherapie gehört dazu, um nur einige Disziplinen zu nennen. Und Sie haben auch natürlich das schon angesprochen, Rheuma ist nicht nur eine Erkrankung, die in den Gelenken stattfindet. Rheuma ist auch eine Erkrankung, die je nach Ausprägung einmal sich als Weichteilerkrankung manifestieren kann. Sogenannte Kollagenosen oder auch der Lupus erythematodes zählt da hinein. Also Erkrankungen, die sich im Bindegewebe abspielen, bei der der Orthopäde zunächst gar nicht so viel zu tun bekommt und erst in den Spätverläufen, wenn diese Patienten dann aufgrund der Bindegewebsstörungen auch Gelenkstörungen bekommen, hinzugerufen wird. Sie haben eben die Struktur bei der Behandlung dieser Erkrankung schon ein bisschen aufgezeigt. Also im Zentrum steht natürlich die Erkrankung und dann gruppieren sich die einzelnen Fachrichtungen wie so kleine Satelliten sozusagen drumherum. Wie muss man sich denn die genaue Zusammenarbeit zwischen Ihnen, also zwischen dem Rheuma-Orthopäden und dem Rheumatologen zum Beispiel, vorstellen? Sitzen immer mehrere Fachärzte dann an einem Patienten sozusagen dran? Tauscht man sich aus? Wie funktioniert das? Sie beschreiben das ganz richtig. Genauso funktioniert das. Zum einen haben wir sehr oft Patienten, die sehr gut informiert sind. Viele Patienten sind vernetzt in den Rheuma-Ligen, die es regional gibt. Hier im Bereich Hamburg als Rheuma-Liga Hamburg, aber auch in den Flächenländern, also in angrenzend Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Diese Patienten haben im Regelfall untereinander ein enges Netzwerk und jeder dieser Patienten hat einen internistischen Rheumatologen, der neben dem Hausarzt speziell für die Rheumatherapie zuständig ist.
Wenn dann diese Therapie medikamentös an ihre Grenzen stößt und Gelenke weiterhin Beschwerden machen, dann wird dieser internistische Rheumatologe einen operativen Partner haben, einen Orthopäden. Und der wird dann zur Rate gezogen werden. In unserem konkreten Fall hier im Westklinikum ist das so, dass unser internistischer Partner ein klein bisschen stadteinwärts sitzt im Altonaer Krankenhaus. Das ist Herr Dr. Ahmadi, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, auch schon davor in Vorgängerkliniken. Und wir haben eigentlich da eine sehr gute Kooperation etablieren können. Bevor wir zur Operation und womöglich auch zum Gelenkersatz etwas mehr sagen, würde ich gerne noch mal wissen, was es erstmal für konservative Therapieoptionen gibt. Das ist ja mit Sicherheit immer der erste Schritt. Das ist richtig. Ganz wichtig ist, dass der Rheumapatient in eigentlich der gesamten Strecke seiner Erkrankung eine konservative Therapie erfährt. Viele Patienten machen das über eine Krankengymnastik. Häufig werden dann zusätzlich auch, wenn Gelenke sich stärker verformen, auch Schienenversorgung, also zum Beispiel Nachtlagerungsschienen für die Hände erforderlich, die verhindern sollen, dass die Handgelenke und Fingergelenke in diese typische Abweichung zur Ellenseite hin sich verändern. Das sind Dinge, die dann zum Beispiel ein Orthopädietechniker mit versorgen müsste. Die weitere konservative Therapie besteht dann neben der medikamentösen Therapie, wenn man jetzt speziell an Gelenktherapien denkt, auch in zum Beispiel Injektionstherapien, also einer sogenannten Radiosynoviothese. Das sind Möglichkeiten einer lokalen Gelenkbehandlung. Man gibt ein Medikament in das Gelenk hinein, das die Entzündung auf eine radioaktive Art und Weise durch eine Beta-Strahlung bremsen soll. Klingt für viele Patienten jetzt erschreckend, ist aber ganz harmlos. Dieser Beta-Strahler hat eine Eindringtiefe von unter einem Millimeter, verbleibt also sicher auch in kleinen Gelenken und man muss keine Sorge haben, dass man also irgendwie verstrahlt, wie das immer mal so klingt, durch Hamburg läuft. Was sind denn Faktoren, die eine Operation unumgänglich machen? Wann müssen Sie ran? Wir müssen in akuten Fällen zu Rate gezogen werden, wenn ein Gelenk zum Beispiel durch eine Entzündung, das kann auch mal eine bakterielle Entzündung sein, einen Schaden nimmt und dadurch eine Veränderung droht, bei der diese Entzündung sich ausbreiten könnte im ganzen Körper. Ebenso kommt es vor, dass durch Befall des Sehnengleitgewebes, was auch bei Rheumapatienten häufig mit betroffen ist, akute Sehnenrupturen, also Risse der gelenkführenden Sehnen und Muskeln auftreten können, die eine erhebliche Funktionsbeeinträchtigung darstellen können. Diese Fälle sind akut zu versorgen. Ebenso kommen zum Beispiel häufig bei den Füßen Veränderungen vor, dass zum Beispiel Druckstellen sich entzünden und sich die Haut über diesen Druckstellen eröffnet. Auch das ist ein potenzielles Infektionsrisiko, bei dem wir rasch operieren möchten. Das heißt, die Operation wird auch verwendet, um eventuellen Folgeschäden oder noch schwereren Konsequenzen vorzubeugen, ne? Genau, das wäre sozusagen das, was wir damit verhindern möchten. Und kann es sein, habe ich das richtig gelesen, dass im Moment auch so eine Strömung dahingehend ist in der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen, dass die Operation nicht wirklich erst das letzte Mittel ist, sondern sie im Zweifel wirklich eher operieren, um eben auch präventiv tätig sein zu können? Ja, das ist in der Tat sehr richtig. Wir haben in den letzten Jahren eine ganz neue Strömung oder nicht neue Strömung, aber eine sehr frische Strömung, die von den großen Kongressen in den Vereinigten Staaten ausgelöst wurde. Man hat mittlerweile auf der Grundlagenforschungsseite so viel verstanden, dass man weiß, wenn das Immunsystem durch die rheumatische Entzündung erst einmal entkoppelt ist und nicht mehr normal funktioniert, dann schreitet die Erkrankung im Regelfall sehr rasch voran. Und man hat deswegen postuliert, um die Erkrankung bremsen oder sogar heilen zu können, sehr frühzeitig auch sehr aggressiv medikamentös zu therapieren. Darunter hat man in jüngeren Studien sehr gute Erfolge gesehen. Wir erleben teilweise Patienten, die vom Rheuma geheilt werden, was man bisher nicht wirklich erwarten konnte. Immer wieder kommt es vor, dass Patienten dann trotz dieser sehr guten medikamentösen Therapie noch einzelne Gelenke haben, die ihnen weiterhin Beschwerden bereiten und in denen wir auch weiterhin Entzündungen messen können. Und das sind dann Gelenke, die wir sehr frühzeitig operativ gelenkerhaltend versorgen möchten, um dort eine Gelenkzerstörung durch das Rheuma ebenfalls verhindern zu können. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, wenn ich richtig informiert bin, zum Beispiel die Gelenkschleimhaut zu entfernen. Das ist auch eine Therapieoption. Was können Sie uns dazu sagen? Das wäre einer dieser Eingriffe, von denen ich gerade gesprochen habe, also ein gelenkerhaltender Eingriff. Wir gehen davon aus, dass im Regelfall der Träger der Entzündung die Gelenkschleimhaut ist. Sie müssen sich das Gelenk vorstellen wie einen Raum. In diesem Raum ist eine Hülle, gewissermaßen die Wand dieses Raumes. Und die Tapete auf dieser Wand, das ist die Gelenkschleimhaut. Und diese Gelenkschleimhaut trägt die Entzündung. Im Fall einer rheumatischen Erkrankung wird diese
Gelenksteinhaut verdickt sein, sie wird Entzündungsbotenstoffe aussenden und sie wird vor allen Dingen auch aggressive, zellzerstörende Botenstoffe aussenden, die das Gelenk angreifen und zersetzen. Und wenn wir diese Gelenksteinhaut entfernen, eine sogenannte Synovialektomie durchführen, dann hat das Gelenk die Chance, sich zu erholen und der Entzündungsprozess wird gestoppt. Wird die dann vollständig entfernt? Soweit Sie das Gelenk vollständig exponiert bekommen, das ist teilweise eine operationstechnische Herausforderung, machen Sie das. Das kann bedeuten, dass Sie bei kleineren Gelenken, wie zum Beispiel Finger- oder Zehengelenken, das sehr gut in einem kleinen operativen Eingriff schaffen können. Das kann aber auch bedeuten, dass bei einem großen Gelenk, wie zum Beispiel dem Kniegelenk, ein Zugang von vorne, meistens arthroskopisch, also mittels Knopflochchirurgie erfolgt, um den vorderen Gelenkanteil von der Synovialis zu befreien, also eine Entzündungshemmung vorzunehmen. Wenn aber zugleich noch eine Ausstülpung der Gelenkkapsel nach hinten, diese sogenannte Baker-Zyste, vorliegt, dann müssen Sie eventuell das Kniegelenk sogar noch von hinten, also von der Kniekehle her, ein weiteres Mal operieren, um auch dort die Entzündung beseitigen zu können. Wie geht es denn zum Beispiel nach dieser von Ihnen eben beschriebenen Entfernung der Gelenkschleimhaut weiter? Also kann man sozusagen einfach ohne sie leben oder gibt es da Konsequenzen? Wie muss man sich das vorstellen? Wir wissen, dass sich diese Gelenkschleimhaut wieder neu bildet. Das heißt, der Körper bildet eine neue, ganz erstmal gesunde, normale Gelenkschleimhaut. Wir wissen aber, dass dann relativ frühzeitig auch wieder Entzündungen auftreten können. Und deswegen kombinieren wir im Regelfall diese Synovektomie mit einer sogenannten Radiosynoviotese, das Verfahren, über das wir eben schon gesprochen hatten. Wo man nicht verstrahlt wird. Genau, wo man etwa 6 Wochen nach der Operation noch einmal das Gelenk mit einer solchen Spritze nachbehandelt, um auch dann kleine Rezidive zuverlässig verhindern zu können. Ich habe es vorhin schon angekündigt, es liegen mehrere hochinteressante Gegenstände bei uns auf dem Tisch. Es geht jetzt mal ein bisschen in die Richtung Gelenkersatz. Erstmal würde ich gerne von Ihnen wissen, wann der dann nötig ist. Es scheint ja immer so, als sei das das letzte Mittel der Wahl sozusagen, oder? Das ist richtig. Gelenkersatz bedeutet letzten Endes immer eine gewisse Einbahnstraße. Wenn Sie einmal einen solchen Gelenkersatz haben, dann werden Sie immer wieder einen brauchen, denn man wird so viel Knochen, um den Gelenkersatz einsetzen zu können, entfernen, dass man nicht hinterher das wieder rückgängig machen könnte. Das bedeutet also, diese Entscheidung möchte gut überlegt sein. Es kommt dann zum Einsatz, wenn der Schmerz im Gelenk so stark wird, dass auch im Ruhezustand oder nächtens Schmerzen sind, die der Patient nicht mehr aushalten kann. Oder es kommt zu einer solchen Versorgung, wenn die Fehlstellung im Gelenk die Funktion so stark beeinträchtigt, dass man dann das Gelenk eigentlich nicht mehr benutzen kann. Wir alle kennen ja im Prinzip diese größeren Gelenke, Hüftgelenke, Kniegelenke. Das ist ja auch schon vielfach berichtet worden. Ich habe deswegen heute mal 2 andere Gelenke mitgebracht, die wir sozusagen auch regelhaft operativ versorgen. Zum einen hier einmal eine sogenannte Schulterkappenprothese. Dies ist eine Prothese, bei der wir nicht, wie das konventionell der Fall ist, die Schulter sozusagen so versorgen, dass man den Oberarmkopf komplett absägt und dann in den Oberarmknochen einen Stiel hineinsteckt, der oben diese Kugel quasi aufgesetzt bekommt. Als Kopf, ja. Sondern wir setzen sozusagen diese Kappe oben auf den Oberarmkopf oben drauf, als eine Überkronung salopp gesprochen. Ja. Sie sehen, von der Unterseite ist das ein bisschen ausgehöhlt. Da wird in der Mitte sozusagen eine kleine Vertiefung gesetzt und mit einem Knochenzement dann diese Prothese auf den Knochen aufgesetzt, sodass der Knochen eine neue Oberfläche bekommt und damit eine schmerzfreie Beweglichkeit der Schulter gegeben ist. Dies ist eine relativ kleine, minimalistische Lösung, bei der aber im Regelfall die Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis sehr gut profitieren und hinterher eine nahezu schmerzfreie Beweglichkeit der Schulter erzielen können. Das andere finde ich jetzt ganz besonders interessant. Ich muss nämlich zugeben, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, bis Sie hier reingekommen sind ins Studio. Dann darf ich das vielleicht eben auch noch zeigen. Das ist jetzt sozusagen dann noch kleiner. Man kann es vielleicht fast an der eigenen Hand am schönsten zeigen. Es handelt sich um eine Fingerprothese. Diese Prothese wird sozusagen mit der einen Hälfte in die Mittelhandknochen eingebracht, mit der anderen Hälfte in das Grundglied des Fingers. Man kann es wahlweise auch sogar in Fingergelenke einbringen, wobei wir da etwas zurückhaltender sind, da die Beweglichkeit da meistens etwas schlechter wird. In der Grundgelenksreihe funktioniert dieses Gelenk aber sehr zuverlässig. Sie sehen, es ist eine Bewegung mit Beugung und Streckung möglich. Und vor allen Dingen, wenn Sie es aus Sicht des Rheumapatienten sehen, Sie sehen, das Gelenk ist stabil geführt und verhindert diese typische Abknickung zur Ellenseite hin, was ja bei vielen Patienten ein großes Problem darstellt. Was ist das für ein Material?
Das ist ein Silikon. Es ist deswegen aus Silikon gearbeitet, weil das weich und verformbar ist, aber auch so stabil und haltbar ist, dass es viele Jahrzehnte halten kann. Ich selbst kenne Patienten, die seit 20 Jahren und mehr mit solchen Gelenken gut zurechtkommen. Was können Sie uns denn zum Thema Mehrfachversorgung, nenne ich es jetzt mal, sagen? Denn die Rheumapatienten, die sind ja oft an den verschiedensten und leider auch oft an mehreren Gelenken gleichzeitig betroffen. Ist das ratsam? Macht man dann vielleicht möglicherweise mehrere Operationen auf einmal oder spricht da auch was dagegen? Es gibt gute Gründe dafür und es gibt gute Gründe dagegen. Die guten Gründe dafür sind, Sie brauchen nur eine Narkose. Und wenn die Nachbehandlung gut miteinander zu vereinbaren ist, kann man sozusagen das Ganze miteinander gut verbinden. Als Beispiel sei genannt, wenn Sie zum Beispiel an einer Hand eine Versorgung mit einer Fingerprothese vornehmen, wie ich sie eben gerade gezeigt habe, und das Handgelenk auch noch eine Entzündung trägt, dann können Sie sehr gut am Handgelenk die Entzündung durch eine Synovialektomie, also die Entfernung der Gelenkschleimhaut, behandeln und können zugleich Fingerprothesen versorgen. Die beiden Nachbehandlungen funktionieren sehr gut miteinander. Die Hand liegt auf einer Schiene und die Finger werden frei beübt. Das ist problemlos. Wenn Sie nun aber zum Beispiel eine Versteifung am Sprunggelenk vornehmen wollen und Sie möchten nebenbei auch noch vielleicht das Kniegelenk operieren, dann haben Sie ein Problem. Es mag zwar am selben Bein sein, aber das Kniegelenk soll rasch in Bewegung und Belastung gebracht werden und das Sprunggelenk, was Sie versteift haben, soll eigentlich 6 Wochen in Ruhe verheilen können. Das sind Nachbehandlungskonzepte, die sind nicht gut miteinander vereinbar. Und deswegen muss man immer sehr genau für jeden Patienten schauen, ist das eine gute Möglichkeit oder stehen Gründe dagegen. Einige Gelenke haben wir jetzt schon besprochen. Mir fehlt jetzt noch zum Beispiel das Ellbogengelenk. Ist ja auch eins, was man in alle möglichen Richtungen drehen kann, eins, was viel zum Einsatz kommt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Beim Ellenbogengelenk ist es im Prinzip wie bei allen anderen Gelenken auch. Wir können im Prinzip mit der Synovektomie oder auch mit der Teilsynovektomie beginnen. Wir können das Gelenk gelenkerhaltend operieren, indem wir das Ellenköpfchen belassen und das Speichenköpfchen entfernen, sodass das eine verbesserte Umwendbewegung für den Patienten bedeutet. Und man kann natürlich ein Ellenbogengelenk auch endoprothetisch ersetzen. Auch da gibt es also Kunstgelenke. Operieren Sie eigentlich auch die Zehen? Also gerade beim Thema Rheuma sind ja die Zehen auch sehr oft in Mitleidenschaft gezogen. Ja, also da ist ein großes Augenmerk darauf, weil ja letzten Endes eine Zerstörung der Zehengelenke auch eine starke Beeinträchtigung der Mobilität der Patienten bedeutet, sodass die Fußchirurgie eigentlich in der Rheumachirurgie seit Ewigkeiten ihren festen Platz hat. Und man muss diese Patienten, wenn sie denn ein Fußproblem haben, auch sehr ernst nehmen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, immer wieder treten Druckstellen auf, die sich eröffnen können, die sich entzünden können, sodass gutes Schuhwerk und bei Bedarf dann auch eine Operation an den Füßen dringend zu empfehlen ist. Das machen wir auch, ja. Wenn Sie möchten, Herr Dr. Negemeyer, ist an dieser Stelle jetzt zum Schluss noch Zeit für ein kleines Fazit. Vielleicht würde ich Sie sonst, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, noch mal fragen, ob jetzt man sagen kann, dass man wirklich alle Gelenke, die durch eine rheumatologische Erkrankung betroffen sind, aus Ihrer Sicht gut und mit Prothesen oder anderen Methoden gut behandeln kann. Kann man das so sagen? Das kann man, glaube ich, mit Einschränkungen so sagen. Nicht für jedes Gelenk ist eine Prothese verfügbar. Also für Fingerendgelenke zum Beispiel ist es nicht verfügbar. Auch das untere Sprunggelenk ist nicht wirklich gut zu versorgen mit Prothesen. Aber wenn ein Patient ein Problem hat mit einem Gelenk durch eine rheumatische Erkrankung, dann kann man auf operativem Weg jedes Gelenk behandeln und auch häufig zuverlässig behandeln. Wichtig ist mir, wenn man ein Fazit ziehen möchte, noch mal darauf hinzuweisen, die Patienten sollten sich, wenn sie es denn mit Rheuma zu tun bekommen, frühzeitig zum Internisten, auch gern zum internistischen Rheumatologen begeben, um eine klare Diagnose gestellt zu bekommen. Und sie sollten sich nicht scheuen, dann auch die Medikamente, die ihnen von diesen Kollegen angeboten werden, einzunehmen, auch wenn diese Medikamente teilweise heftige Wirkungen und auch heftige Nebenwirkungen entfalten können. Wir wissen, dass die frühzeitige Therapie der Schlüssel zum Erfolg ist. Und die Patienten mögen sich auch nicht wundern, wenn sie zum Orthopäden gehen, dass sie vielleicht schon frühzeitig auch Operationen empfohlen bekommen. Also da sollen sich Patienten möglichst darauf einstellen und das ist durchaus berechtigt und macht Sinn, was da womöglich dann gleich heftig am Anfang auf sie zukommt. So ist es. Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch. Danke, dass Sie da vielen waren. Vielen Dank. Auch vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Für alle weiteren Informationen, Fragen und Ansprechstationen melden Sie sich am besten direkt hier im Asklepios Westklinikum Hamburg. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald. Tschüss.